Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Alter, man spielt mit Civ 6 und irgendwas stimmt hier nicht. Wunderbar, es läuft. Und wir wollten gleich gucken, was für eine Region wir nehmen. Wanderpräger, Verteidigung des Glaubens, religiöse Koordination, Städte starten mit einer Region, wenn sie von einem... Okay, Heiliger Orden, Kauf von Missionar Aposteln kostet 30% weniger. Das ist ganz gut. Kreuz, Kampf erhalten, 10% Kampfstärke innerhalb der Grenze fremder Stadt. Heiliger Wässer, steigert die Heilung eurer Jesus Einheiten und an Grenzen an heilige Spezifika von Städten, die eure Militäreinheit... Folgen um 10. Der Druck eurer Region nimmt durch verlorene theologische Kämpfe niemals ab. Die religiöse Ausbreitung durch Druck von benachbarten Städten ist 25 stärker, wird durch 50% Druck erhöht, wenn Druck erforscht wurde. Das interessiert mich. Ein Gesandter in jeder Stadtstaat, in dieser erste Mal diese Region annimmt. Ne? Zusätzlich zu möglichen Gesandten aus einem Stadtquest. Intellektuelle Dialoge, ein Wissenschaftsprofi-Anhänger der Region, Weltkirche, ein Kulturprofi-Anhänger dieser Region. Wo ist ein Druck? Der Druck eurer Region nimmt durch verlorene theologische Kämpfe nicht ab. Also das hatten wir schon. Also ich würde sagen, ich nehme die Schrift. Also durch Druck, das interessiert mich am meisten. Und der hier unten interessiert mich. Aber der interessiert mich mehr. Weil wir sehr eng zusammen sind. Städten ist 25 stärker. Nehme ich. Diese Ausbreitung... Durch Druck von benachbarten Städten ist 25 stärker und wird auf 50% erhöht, wenn Druck erforscht wurde. Ups, das war falsch. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Den da. In dieser Ausbreitung Druck benachbarter Städte ist 25% stärker. Wunderbar. Weil ich möchte ja... Entschuldigung, muss einen Schluck trinken. Ich musste ja... Möchte ja... kein Wissenschaftskrieg. Regionskrieg interessiert mich. Und wenn nicht, vielleicht eine Herrschaft, sehe ich notfalls. Aber einen Regionskrieg möchte ich gerne hinkriegen. Wobei, die Stadt möchte ich gerne erobern. So. Dann haben wir... Was haben wir denn hier? Talentkarriere jetzt zur Verfügung zu stellen. Zeitpunkt... Ah ja. Existiert nicht mehr. So, Olympia und ja. Kleiner Moment. So. Einheit. Was kannst du wissen? Baut sofort Stadtmauern und mittelalterliche Mauern in dieser Stadt. Was habe ich? Stadtmauern. Ach genau, ich kann dich doch...
In die Stadt transferieren hier rüber, ne? Kann ich auch später bei einer neuen Stadt, ne? Ah, Moment. Dann stelle ich dich mal hier hin. Und du machst Pause. Gumasi, ach ja, genau, ich habe Gumasi verloren. Das lasse ich erstmal sein jetzt. Wo, da. Wo. So, und jetzt bist du dran. Ach, fast vernichtet. Wenn ich dich hier hinstelle. Hier habe ich schon. Was muss ich nochmal bauen? Moment. Und erzeugt ein Kulturschock und Erholungsgebiet erhalten. Minen gewähren allen Bezirken einen kleinen Nachbarschaftsbonus, erzeugen einen Kulturschock auf herrenlosen Gebieten und erhalten einen Kultur. Minen, ah ja, Minen. Kann ich hier eine Mine bauen? Wüste Hügel. Ebene. Alles sehr flach. Nee, brauche ich hier keinen. Reiter. Das habe ich noch gar nicht, sehe ich gerade. Außenministerium. Ach ne, das ist was Neues. Moment. Ich habe keinen Reiter mehr. Ich kann nur noch einen Ritter bauen, deswegen. Landsknecht braucht auch zwei Runden. Fortbewegung. Fortbewegung 2. Und halt 3 Gold. Der Ritter braucht 4 Gold. Ja. Und dann gucken wir mal, was kann ich denn hier an Regierungsplatz passen? Außenministerium. Gunst des das Aushebeln des Militärs und Stadtstaaten kostet halb so viel Gold. Stadtstaaten erhalten plus 4 Kampfstärke Bonus von ihr, den Suzerän der Stadtstadt seid, inklusive ausgehobene Einheiten. Okay, Kapelle. Kapelle des Großmeisters, 5 Glauben. Gewährt Fähigkeit, Landeinheit mit Glauben zu kaufen. Das Plündern von Modernisierung in Bezirken liefert zusätzliche Glauben. Ah ja, Geheimdienst, Einspionkapazität, Spion, alle Spionenoperationen haben höherer Vorstand und verleiht. Na, wir nehmen ihn hier, Kapelle des Großmeisters. Bewegen uns auf den Glaubensrichtung, plus 5 Glauben. Zirkel liefert zusätzlich Glauben. Das wird als nächstes gebaut. Dann machst du. Was hast du denn gemacht? Den Handwerker. Ach nee, Moment, ich wollte wegen der verbotenen Stadt doch gucken in meiner Hauptstadt. Mist. Hafen. 120. Drei Runden. Mittelalterliche Mauer. So, und jetzt gehe ich zurück zu meiner Hauptstadt. Da.
Oder hier. Was brauche ich denn da? Werkstatt. 29 Runden. 69 Runden. Und hier. Runden. Ach, eine Schande, ne. Ja, produzieren tue ich nicht schnell. Trotzig Industrie, so, ja. Verbotene Stadt. Könnte ich das Handelszentrum hinbauen, dann baue ich die verbotene Stadt hier hin. Ah ne, ich kann hier kein Handelszentrum hinbauen. Ich darf nicht alle. Im inneren Ring darf ich keine Bezirke bauen. Trotzdem gefällt mir der Platz besser. Ja. Verbotene Stadt bringt mir, verleiht mir einen Gouverneurstitel. Genau. Politikplatz. Joker. Und bringt mir 5 Kultur. Und Barbaren war geklärt, naja. Kauf mit Glauben möglich. Okay, dann kann ich nur hier, wo ich auch eine Missionar. Nein, wir wollen erst nächste Runde. Was? Bau von Minika-Stempel abgeschlossen. Genau. Ups, das ging aber jetzt schnell. Ich wollte gar nicht so schnell drücken. Kann ich nicht. Du wartest. Ach, ich wollte hier eigentlich eine Truppe bauen. Soldaten. Okay, machen wir das anders. Was machen wir denn jetzt? Muspöning aktiviert, wunderbar. Ah, dann muss ich in die Stadt gehen. 9 Runden noch.
So. Und wir sehen, er stellt eine Mine. Wunderbar. Ist das hier ein Hügel? Nee, aber ich könnte eine Mine daraus machen. Keine Ahnung. 79. Weiter im Text. So, wir waren stehen geblieben bei der nächsten Runde. Wien. Wir bauen ein. Müssen wir noch warten, eine Runde. Pikenier oder Landsknecht? Der hat 50 in auch 45. Alter. Kavallerieabwehr. Kavallerieabwehr einer noch mit einer. Wir nehmen den Pikenier. Kaufen. Sau teuer sind die Sachen. Markt. Oh. Nein, wir. Wir nehmen den Pikenier. Was habe ich denn hier gebaut? Werkstatt. Waffenkammer, heilige Stätte könnte ich hier bauen. Man bringt mir nicht viel. Könnte ich da auch eine Nahrung? Waffenkammer. Projekte, das in jeder Runde Gold nach und nach Vollendung die große Generalpunkte bringt. Industriegebiet Logistik. Bezirksbezogene Projekte, das die Stadt mit voller Energie versorgt, solange es aktiv ist. Wie nach Vollendung großer Jaspunkte. Ja, aber das brauche ich glaube ich jetzt nicht. Große Persönlichkeit, große Ingenieure. Ja, langsam fangen sie auch an. 1,1, 1,1, 10. Moment. Okay, ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, aber ich habe meine Aufnahme stand auf Pause. Okay. Kann ich jetzt nichts dran ändern? Fehlen entweder ein paar Minuten oder es fehlen keine Minuten. Ich weiß nicht, was passiert ist bis jetzt. Ich suche. Auf jeden Fall habe ich jetzt mein. Nein, das da drunter ist. Die verbotene Stadt. Deswegen habe ich einen Joker-Politikplatz gekriegt. Und deswegen suche ich gerade raus. Hab den Produktion, die will ich rausnehmen. Den ich rausnehmen und Campusbezirk reinmachen. Und jetzt suche ich gerade, was ich für den Jokerplatz reinmache. Joker wäre große Wissenschaftler, Admiral, General, Händler.
Ist auch interessant. Diplomatie. Erster Gesandter und dem zu jenen Stadtstaat. Nein. Plus ein Gold durch jeden Gesandten in Stadtstaat. Oh. Das könnte ich gut gebrauchen. Ja, das brauche ich gerade nicht. Okay, Wirtschaft. Nee, Diplomatie war das. Wirtschaft. Da war, glaube ich, nichts, was mich gerade so interessiert. Das habe ich ja gerade schon durchgeguckt. Das habt ihr leider jetzt nicht gesehen. Militär. Einheit, drei Positionen für Lager- und Hafenbezirke sowie ihre Gebäude. Doppelte Erfahrung, Nachlass. 50% Nachlass auf Gold. Bei allen Einheitenverbesserungen. Ja, das ist auch interessant. Abzüge. 50% Produktion für schwere, leichte Kavallerieeinheiten der Antike und Klassik. Das interessiert mich. 50 Produktion für Nah-, Fern-, Kavallerie-, Abwehreinheiten und antike Klassik, Mittelalter. Und der Renaissance. Wir nehmen das mal rein. Bestätigen, ja. Ich muss mein Militär ein ganz klein wenig aufbacken. Nächste Runde. 4 Zeitalterpunkte habe ich dafür gekriegt. Für die verbotene Stadt. Da sind es ja nicht mehr viele. 83. Wunderbar. Ja, du hast noch eine Lade, du wartest. Nächste Runde. Ah, Konfuzius, habe ich gesehen. Es kommt noch. Ah, mir fällt gerade was ein. Ich kann einen Apostel machen. So. Ich habe viel zu wenig heilige Städte, um den heiligen Dings zu gewinnen. Ich riskiere es. So. Nächste Einheit. So, du marschierst hier hoch. Inquisition einleiten. Nein, ich habe den falschen für Dings gemacht. Ach nein, nicht Inquisition. Glauben. Was habe ich denn jetzt gemacht? Inquisition eingeleitet. Das heißt, was heißt das denn? Ich weiß es nicht. Nein, 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 nein. Mittelalterliche Mauer, nein. Drei Gold kosten nämlich Ritter 4. Ein Renner ist. Beförderklasse, leichte Kavallerie. Plänkler. Aufklärer. Brauche einen Plänkler und danach brauche ich einen Landsknecht. Und eine Galeere. Ja, wir bauen hier eine Galeere.
Warum soll ich da hinterher noch eine Galeere? Eine Quadrimme. Moment. Ist Klassiker, kann nur in Küstennässen gewinnen. Küstennähe Gewässern operieren. Ja. In 3 Runden kann ich eine Fregatte bauen. Moment mal kurz. Moment. Oder ein Freibeuter. Kosten mich Freibeuter 4 Gold. Die fahren hier noch mit Prime rum und so. Dann muss ich was haben, was ich in 3 Runden hier. Der Landsknecht. Kostet mich zwar auch 3 Gold. Ne, den Auf. Moment, baue ich hier unten den Aufklärer schon? Ja. Der Rest der Welt muss aufgeklärt werden. Ne, wir bauen hier ein Landsknecht. Ne, Pikinier. Der braucht nur 2 Gold. Gut. 4 Runden. Nee. Den Landsknecht. 3 Runden. So, den Landsknecht. Der braucht nur 3 Runden. Dann habe ich nämlich. Kann ich hier oben ein Schiff bauen, meine Galeere? Ja. Du gehst in die Stadt. Wir riskieren's. Ah, Rüster Peter von mir. Oh, einmalig angelegt. 66 Gold und 30 Runden lang 2 Gold. Ich habe keinen Krieg mit euch. Weil ich mal nur Waffenhändler. Vorschlag annehmen. Offene Grenzen. Muss ich was trinken. Offene Grenzen. Mal gucken, ob ich ein bisschen mehr rauskitzeln kann. 2. Brauche ich zu dir offene Grenzen? Du bist da hinten. Moment mal kurz. Offene Grenzen gibt es mir trotzdem. Ich sollte mir noch mehr Wein besorgen. Und, euer Angebot kommt meinem Volk zugute, meinem auch. So. Schon mal anschießen. Nein, ich brauche hier keine. Es wäre unlogisch, wenn ich hier eine baue, glaube ich, oder? Du wartest eine Runde. Dann kommen wir zur nächsten Runde. Schon. Ja. Baut ganz schön eng hier. Die Sküten haben wir ganz schön nachgelegt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ja. Gesandten. Ich habe 4 Gesandte. Ja.
Hier könnte ich dann Diamanten kriegen und Elfenbein habe ich ja schon, aber. Kabul, was kriege ich denn da? Ja. Doppelte Erfahrung durch Kämpfe, die sie begonnen haben. Ah. Vier Golden. Jede Werfen, je Konsulat. Warten wir erstmal ab. Nächste Einheit. Bevor ich da weitergehe, brauche ich glaube ich Schiffe. Bringt nichts. Ich kann nicht da. Die machen mich. Nein, das riskiere ich nicht. Du gehst zwar rüber. Es sind nicht die überragenden Segel, sondern der unsichtbare Wind, der das Schiff bewegt. Nachdem ich eine Nicht-Marktwirtschaft gesehen hatte, verstand ich plötzlich viel besser, was mir an einer Marktwirtschaft gefiel. Ändern wir die Politik. Vier Gold und ein Glauben durch alle Handelswege. Alle Monetisierung unter Peter und Kohleressourcen liefern pro Rune einzelne Ressource als Ertrag. Das benötige ich, glaube ich, nicht. Eine Fortbewegung, wenn zu Beginn der Runde in freundliches Gebiet gewinnt. Okay. Ich muss mal ganz kurz auf meine Politikkarten gucken. Nein, ich bin gerade ganz zufrieden. Ja. Definitiv. Was ist Inquisition? Was passiert bei Inquisition? Wie wird denn Inquisition geschrieben? So. Start Inquisition mit einer Apostelladung. Alle religiöse Einheiten plus 5 Kampfstärke in freundlichen gesinnten Türmen. Aber minus mal Wirtschaft in allen Städten. Was? Dunkles Zeitalter, nee. Das Inquisition, die Karte. Apostel. So, kann Bürger zu einer Region konfrontieren, theologische Kriege, Einheiten an Regionen, Einheiten, Kampf weiter und so fort. Eine Region. Einmal pro Spiel kann die Option Inquisition einleiten. Einmal pro Spiel kann die Option den Erwerb von Inquisition ermöglichen. Einmal pro Spiel kann die Option Glauben missionieren. Einmal pro Spiel kann die Option Inquisition einleiten. Den Erwerben von Inquisition ermöglicht. Option Glauben Missionare der betroffenen Region einzusehen, Glaubenssatz hinzugefügt. Diese Option verbraucht den Apostel. Streuladung, religiöse Stärke. Ja, gut, jetzt weiß ich immer noch nicht, was der bei der Inquisition macht. Warum weiß ich es auch nicht? Ja, egal. Technologiebaum. Oh, Bankwesen. Astronomie. Sägewerk. Industrialisierung. Kohle. Das Ruhrgebiet. Das ist doch ein Punkt, der mich sehr interessiert als Gallier. Plus 20% Produktion in dieser Stadt und eine Produktion für jede Mine und jeden Steinbruch und jede in dieser Stadt. Industriebezirk. Naja. Genau, jetzt habe ich es, glaube ich, falsch gesetzt, ne? Das Industriegebiet ist hier.
Neben einem Fluss muss ich dich da hinsetzen auf die Kohle. Das Eisen geht nicht. Neben einem Fluss. Handelszentrum. Müssen wir mal schauen. Ausrichtung. Oh, ich bin anderen voraus. Was ist das denn? Amnika für alle Städte mindestens 2 Spezialbezirke. Oh, das ist auch nicht schlecht. Mehr Gold durch Gebäude. Ja, und mehr Wissenschaft vom Campus Gebäude. Und was muss ich vorher da haben? Ah, göttliches Recht. Ihr habt die Quest für die Stadtstadt Fress abgeschlossen, Belohnung. Oh, interessant. Das haben wir schon für jeder unter dem Konsulat. Okay. Habe ich nichts gegen. Wo darf ich bauen? Genau. Fregatte. Ach, jetzt dürfte ich. Moment, ich habe eine Politik. Dich ändern. Militär. Moment mal kurz. Gibt es nicht eine Karte, wo ich Schiffssachen ändern kann? Produktion. 100% Produktion für Marineeinheiten der Antike und Klassik. Oh nee. Der Klassik. Okay, die Galeere ist noch drin. Die Fregatte und der Freibeuter. Warum steht das nicht dabei? Was ist das denn? Antike und der Klassik. Ich glaube nicht, dass. Ja. Du bist der Renaissance, die Fregatte. Und der Freibeuter ist auch der Renaissance. Okay. Da habe ich noch nichts, ne? 5 Uhr Nachlauf auf Ressourcen bei allen einer, ja. In Ordnung. Aber ich würde gerne. Was? Ein Freibeuter kostet mich 4 Gold und die Fregatte kostet mich 5 Gold. Und wenn ich kaufe. Eine Galeere kostet mich 260. Die Fregatte ist. Boah. So teuer. Soll ich erstmal eine Galeere bauen? Ja, die hätte ich schon fertig haben können. Aber der Landsknecht ist auch ganz interessant. Der läuft hier. Ne, der Landsknecht geht ja dahin. Sicherheitshalber. Ja. Und wir bauen jetzt die Galeere. Und nach der Galeere bauen wir die Fregatte. Nee. Den Freibeuter. Marine Fernkampf einer der Renaissance. Das steht doch da. Fernkampf Einheit der Renaissance. Meine Verkommen einer der Renaissance mit der Küstenräuberfähigkeit. Man kann auf Distanz nur von anderen Marineräumern gesichtet werden. Auf Distanz nur von anderen Marineräumern gesichtet werden. Deckt Marineräuber in Sichtweite auf. Ja.
Machen wir so. Du hast, was hast du denn gemacht? Abgeschlossen, Mittelaltermauer. Aber du wolltest, ich wollte hier was. Erfunden. Ganz woanders hast du gemacht, ne? Hafen. Ey, jetzt kaufe ich den. Geht's mir langsam um den Senkel. Verarschen. Hafen, ja. So. Plänkler, warum habe ich da einen Bogenschützen als Zeichen? Plänkler, okay. Ach nee, der sollte. Oh nee, Moment. Doch, doch, ist richtig. Ich trau der Sache nicht. Ich warte, bis die Galeere fertig ist. Mal springen. Zwei Runden. Da unten ist Australien. Wahrscheinlich war ich. Wow! Die Sküten sind ja. Das ist Indonesien. Nee, ne? Wow. Wir warten. Wir warten immer noch. Und das riskieren wir mal. Du machst. Meine Güte, die Sküten aber ganz schön. Ja. Ja, Wissenschaft liege ich ungefähr gleich. Ich will ja nicht besser werden. Nächste Runde. Du möchtest Pferde und Salpeter von mir. Dafür kriege ich offene Grenze. Für 13 Runden lang kriege ich 13 Gold. Das machen wir. Du bist ja da hinten. Ich hoffe mal, ihr haut euch gegenseitig die Köpfe ein. Oh, da kommt schon wieder so ein. Der macht das, der will dasselbe machen wie ich, der Sküte. Aber ich will erst mein. Nee, das solltest du nicht machen, aber egal. Ist bei Jo. Markt. Wo habe ich das Obidium gebaut?
Da. Oh, nee. Ah, das Ruhrgebiet. Nächste Runde. Hör zu, fremde Weiber, die in irgendwelchen Tümpeln hocken, sind keine Basis für irgendein Regierungssystem. Ihr könnt doch nicht im Ernst behaupten, ihr hättet die Macht, nur weil so eine wässrige Schlampe euch ein Zepter in die Hand gedrückt hat. Monty Pike. Der Name sagt mir was. Es bezieht sich auf die Sage Arthurs. Schwertleichte Munition, schwere leichte Kavallerie aus den Industriezeitaltern und früheren Zeitaltern. Ah. Songs. Ah, guck mal da. Oh, das hätte ich schon nichts haben können. Produktion für wunderende Songs Mittelalters, Antike und Antike. Ändere ich meine. Ich muss mal gucken. Was ist denn das? Theokratie habe ich, Monarchie. Gib mir zwei. Militär, zwei Wirtschaft. Nee, lassen wir. Den habe ich ja, einen habe ich da zusätzlich. Ja, lassen wir so. Moment mal kurz, wenn ich jetzt doch die. Moment, Wirtschaft, da war was Neues. 15 Produktion, Wunder der Renaissance und Mittelalter, das ist Antike und Klassik. Mindestens Beförderung liefert Annehmlichkeiten. Wohnraum interessiert mich nicht, die Annehmlichkeiten haben mich interessiert, aber soll ich das mal reinsetzen? Ja. Aber na, wir müssen mal gucken wegen Wunder bauen. Kann ich leider nicht. Ich weiß nicht, ob ich da rumfahren kann. Aha! War eine gute Strategie, dahin zu fahren. So. Ihr müsst warten. Ihr auch. Leider Gottes. Ich kann nicht losfahren mit dem. Genau. Ich riskiere es. Ich werde da unten rum. Und gehst wieder eins zurück. Wunderbar. Ich kann noch keinen kaufen. Nächste Runde. Wurde gerade für. Schießpulver. Oh, noch ein Eureka. Widmungspunkte, wunderbar. Ich habe 86. Ein Punkt noch. Und Schießpulver und Kartografie. Heilige Stätte. Das gefällt mir gar nicht. Müsste ich auf die Mine bauen. Das will ich nicht. Mittelalter Renaissance Mauer. Machen wir erstmal. Halt, Wunder. Was haben wir denn hier? Die kann ich da hinsetzen.
Okay, dann machen wir es hier. Drei Gesandte. Ja, Stadtbonus 15%. Ach nee, das ist nicht so. Basilium Kathedrale, drei Liquidpizza. Mont St. Michel. Ja, könnt die Schür oben hinsetzen. Hm. 27 Runden. Eine Ladung habe ich, glaube ich, noch von Ingenieur. Zwölf mache ich schon. Oh, da bin ich der Einzige. Oh. Skyten mache ich jetzt 1,1. 0,1 mehr. Da muss ich mich mal anstrengen. Zuvor rekrutiert. Große Wissenschaftler. Neuen Campus aktivieren. Große Wissenschaftler. Wissenschaftler. Glauben. Was ist das denn hier? Admiral. Ist das General? Das könnte General sein, ne? Massiver Effekt. Wissenschaftler muss General sein. Ingenieur. Werke, Ingenieur, Ingenieur. Ein Wissenschaftler, Ingenieur. Ja, das ist ein Händler. Sküten. Also haben die schon einen. 120 fängt mich an, meine ich. Aber 60. Ich brauche ein ganz klein wenig. Was baue ich denn? Den Hafen will ich nicht hier reinbauen. War schon weg, als ich statt kriege. Ich brauche Athen. Kriege ich nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Wie stehen die? Freundlich, Stärke. Ups. Prima. Ja. Du hast eine Mauer, ne? Peter kriege ich genug. Soll ich überlegen, ob ich mir Athen erobere? Alles andere will ich ja gar nicht. Wie gesagt, die europäischen Reiche hier. Dann gehe ich rüber nach Amerika, wenn überhaupt da noch was ist. Wenn die Skythen nicht da schon sind. Meine Fresse, nicht. Darum haben sie auch reingequetscht. Oh, nee, nee, nee. Aber ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal eine Pause. Ich mache mal einen Cut. Schon wieder eine ewig lange Folge. Okay, ich sag mal dann bis zum nächsten Mal. Ciao.